Geh mal spazieren. Warum schießt hier einer? Das war ich nur. Die Tore hier sind auch noch zu. Ja, so ein Tunnel ist nichts. Gibt's doch gar nicht. Also wenn hier wirklich noch einer wäre, dann müsste einer von uns ihn schon längst getroffen haben, oder? Oder meinst du, da oben hat sich einer festgebackt? Hab ich gehofft, aber nee. Kann sein, dass wir nicht über die Mauer rübergekommen sind, weil wir vorgestürmt sind. Wir sind nicht vorgestürmt. Aber von hier könnte man auf den Boss richtig geil snipern. Wenn er auf seinem Truck steht. Der blöde Räubenitel steht aber noch, wir sollen ihn beschützen. Steht da vor dem Kontrollpult. Bitte? Der steht da vor dem Kontrollpult. Ja. Hallo, Bruder. Wir haben dich beschützt. Mach mal was. Hey, hier ist aber auch wirklich keiner mehr. Ich fahr den ganzen Tunnel nochmal komplett ab. Müssen wir die Instanz jetzt echt neu starten oder was? Sieht fast aus und selbst das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Tja. Neu machen. Versuch mal neu zu starten, aber ich vermute mal, das wird nicht funktionieren. Agent, es gibt eine Versorgungskiste, um die Sie sich kümmern sollten. Also ich starte den einmal auf schwer neu und dann stelle ich den Schwierigkeitsgrad um. Anders geht's nicht. So. So, jetzt habe ich auch Schwierigkeitsgrad schwer umgestellt. Okay. Herausfordern. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt auch wirklich Gegner sind. Dann lass uns nochmal sterben. Nein. Nein? Nein. 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 Sterben ist doof. Okay.
für die Horde! Wer gibt vor uns? Keine Georg. Gegner. Keine Gegner. Tja. Das ist jetzt mal blöd, weil ich hab's. Anders kann ich sie nicht neu starten. Ich drohe mit Blut. Naja, aber vielleicht ist durch den Switch eben halt der Kumpel da wieder runtergekommen. Mal schauen. Jetzt gleich bin ich tot. Nein! Das Tor ist aufgesprengt, das ist schon mal kein gutes Zeichen. Aber zum Boss weiterhin ist das Tor noch zu. Ja, und Benito steht hier ohne Schild. Inni ist im Arsch. Ja. Das heißt dann wohl Gruppe auflösen und neu gründen. Ja. Oder obwohl eine Lead übergeben wird wahrscheinlich gehen. Ein Agent verlässt jetzt ihr Team. Okay, ich gehe mal auf die Map. Dieser Tunnel ist unsere wichtigste Nachschublinie für Waffen, Nahrung und Medikamente auf der Außenwelt. Aber eine Gruppe Aufständischer mit Sprengstoff versucht, die Quarantäne dort zu durchbrechen. Ja, okay. Noch hält ihnen eine Garnison der JTF stand, aber sie werden schwächer. So entspannt, und wenn die Aufständischen die Schleusen sprengen, um durchzubrechen, wird der Tunnel geflutet, die Nachschublinie geht verloren und jede Menge Leute sterben. Wir haben die Bestätigung, dass wir... Hat funktioniert. Dort mitten im Getümmel ist. Der Tunnel muss gesichert und Benitez zur Basis gebracht werden. Also ich konnte neu starten. Sie werden überrannt. Sie töten alles und jeden, ohne Ausnahme. Verdammt, wenn sie die Schleusen sprengen, dann... Captain, die haben ein... Ja, dann fehlst du noch bei uns in der Gruppe. Nee, ich musste gerade Vögel abschießen. Was? Du wolltest Vögel abschießen? Ja. Man muss auch Priorität. Ja, ja. Ja, das sagen jetzt die Richtigen, ey. Da will man sich vor dem Haste vernünftig ankleiden, ey, und dann. Oh, alles Hater hier, ey. Closed. Ja. Wer hat denn den Lead? Du. Ich. Das klappt ja heute richtig gut. Also bei mir ging's, wie gesagt. Und nu? Ein Agent verlässt ihr Team. Bei dir hat's geklappt, ja? Wechseln wir zu Georg. Okay. Ja, wenn das Ding wieder zieht. Ja, oder steh noch mal Gas. Da gibt's ja wieder irgendwo einen neuen Bug, womit die da rumbuggen.
Überraschen würde es mich nicht, weil heute Serverwartung war. Jo. Der kaputt gepatcht, ne? Ja, das kriegen sie gut hin. Ganz normal. Ihr Captain Benitez, erbitte sofortige Unterstützung ja, am Kontrollpunkt linke. Hallo, Schmalzlocke. Diese Arschlöcher stürmen die Blockade. Wenn sie die Schlösser sprengen, könnte das ganze Ding geflutet werden. Wenn ich mal Partnerlock hier. Ii. Das ist nie I. Du mit deiner Judenkappe, ey. Ah, Brennschlampe. Kacke. Komm her. Schnell. Aua, aua, aua. Scheiße. Oh, immer dieser Scheißbacke. Warnung, ein Agent aus Ihrem Team braucht sofortige Hilfe. Die leckt's gerade bei mir jetzt, oder? Ja, bei mir auch. Da können wir die Gegner ganz gut killen. Nee, ich weiß nicht mal, warum ich jetzt tot bin. Oder 10.000 Opfer drauf schießen. Mich treffen die durch die Autos. Danke, Micha. Jo. Das ist meine Brandgranate, ihr Arschlecker. Schrei, Baby, schrei. So macht man das, ihr Motherfucker! Jetzt hatte ich gerade einen Mega-Leck. Bei mir leckt das gar nicht. Ja, doch, gibt's teilweise, dass sie ganz schön hin und her springen. Also bei mir bleiben sie stehen, dann kann ich prima draufhalten und auf einmal kämpfen sie um. Oder sind 10 Meter weiter. Ich hab den linken Scharfschützen im Visier. Okay, jetzt kommen da noch die Typen. Der Schaffel ist so down. Ja. Jo, beide down.
Oh, wieder Loot. Man freut sich ja schon über Kleinigkeiten, ne? Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Kirsti hat kein Loot bekommen. Nein! Cassie ist ja auch eine Cassie, Frau. Sie wollen den Tunnel stürmen! Die schießen auf uns! Ich nehme den grünen Loot eigentlich gar nicht mehr mit. Oh Gott, die sind wie ein Heuschreckenschwarm. Lass sie nicht durchbrechen! Ey, wenn die dann ab 12 das Update machen, musst du echt aufpassen, weil grün kann dann ja auch das super mega Loot bedeuten. Tja. Set Items. Ja. Ob man sich dann ärgert? Nein! Tendenziell würde ich sagen, man ärgert sich dann schon. Alle schön blind down. Oh, Granaten. Aha. Boah, haben wir einfach meinen Koffer gesprengt, ey. Nein, da wollte ich doch gar nicht runtersprengen. Oh, scheiße. Das ist keine Suche. Nee. Dabei habe ich nur Leertaste gedrückt, weißt du, und dann, uah, wurde mein Zaun geschwommen. Autsch. Ach, du auch. Na super. Ja, das ging zu schnell. Da haben sie uns beide zerlegt. Oh ja. Wie gut das Mutti hier ist, ne? Hab nicht, ja, hab ja, nicht ja, mal ja gesehen, woher das gekommen ist. Ne, ne, da war ich. Alter, drehst du durch da unten? Fire no! Ah, Schlecker ist auch mal schön, wenn man gerade beim Abkommen. Jetzt vom Schleck. Fire no! Hier spricht Fei Lau. Wir sind Division-Agenten und haben die unmittelbare Gefahr neutralisiert. Ich lege sie auf unseren Funk, dann können und sie die Unterstützung dahin Klamotten dirigieren, wo sie gebraucht wird. Das sind gute Nachrichten, aber es gibt auch schlechte. Ein paar dieser ein Kerle sind durchgebrochen. Sie sprengen an den Schleusern. Die wollen raus, koste es, was es wolle. Und sie wissen, was uns bevorsteht, wenn diese Bomben hochgehen. Eins, zwei, eins, zwei. Ich bin stolz auf dich. Ja, aber mindestens. Ja. Aber bitte das nächste Mal einen Strapsen. Das überlege ich mir noch. Ich werde Ubisoft anschreiben, dass ich für die Strapse einbaue. Wieso bei GTA? Da habe ich schon. Ja, ja, aber GTA ist ja was anderes.
Das Problem wird einfach sein, die Location hier ist ja permanenter Winter, weißt du, und damit Stapfen rumrennen, das ist dann immer so ein bisschen am... Das wiederum ist nicht mein Problem. Dann müssten sie mir auch Nippel patchen. Der Dobbert geht ganz nach vorne. Ja, so einfach. Ich weiß gar nicht, wieso ihr euch den Stress antun wollt. Alter, ich manchmal. Aber nur noch eins von uns jetzt gegeben hat.